Moin, Gruß aus dem Münsterland. Aufgrund einiger Nachfragen über YouTube und über Kleinanzeigen wegen der Winterisolierung wollte ich euch das hier noch mal eben ganz kurz zeigen und warum die eigentlich wirklich so wichtig ist. Jeder von euch, der einen Kastenwagen hat, dem brauche ich das nicht sagen. Es ist einfach und es wird im Winter tatsächlich in den Dingern rotzenkalt. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass tatsächlich die Kälte aus diesem Bereich kommt. Ja, die kommt aus diesem Bereich hier unten, denn hier ist nichts isoliert standardmäßig und hier wird es einfach wirklich immer sau, sau kalt. Und darum haben wir etwas gemacht. Das ist ein fertiges Formteil. Und zwar sieht man hier unten drunter dieses Graue, ja, und den Sand noch aus Holland, sieht man das hier unten drunter. Das ist eine 1 cm dicke, 10 mm dicke Filzschicht, Industriefilz. Der ist also sicher gegen Feuchtigkeit. Da gibt es also keine Probleme. Und diese Filzschicht geht tatsächlich bis hier oben hoch. Das heißt also, die Spritzwand vom Motorraum als auch der gesamte Boden im Inneren des Fahrzeugs und das, was uns wichtig war, hier hinten drin in der Kiste, selbst unter den Sitzen sitzt die Isolierung. Das haben wir gemacht, damit man hier nicht das nackte Blech sieht. Und wir haben wirklich die Sitze einmal dafür komplett ausgebaut und es ist also an einem Stück komplett drunter durchgelegt worden. Und dann als letztes wichtiges Teil haben wir hier an dieser Stelle noch, ich probiere das jetzt mal eben ganz kurz auf die Schnelle zu machen, dass wir hier mal hintergucken können. Einen kleinen Moment bitte. So, dann sieht man, wenn man jetzt mal hier reinguckt, hier sitzt ja normalerweise das Blech und die Fahrgestellnummer, die ist zwar jetzt dooferweise nicht zu sehen, aber hier sieht man eine aluminiumkaschierte Dämmung, die hier in dem gesamten Kasten einmal hinterhergelegt worden ist und selbstverständlich auch unten drunter hergelegt worden ist, sodass wir hier keine Kältebrücke mehr haben. Das geht also auch hier oben runter. Das heißt also, so können wir wirklich sagen, haben wir eine vernünftige Winterisolierung. Denn das lag uns sehr am Herzen. Das weiß kaum einer, dass die meiste Kälte in einem Wohnmobil, und da ist es egal, ob Kastenwagen, teilintegrierter oder vollintegrierter, tatsächlich über diesen Bereich. Da nützt du auch übrigens keine Schale hier oben drüber. Das ist völliger Humbug. Ich höre das immer. Wir haben eine Winterschutzhaube, die geht bis hier unten hin. Was in Gottes Namen hat das zu tun mit der Kälte, die unter dem Fahrzeug herkommt? Mit der hat das doch gar nichts zu tun. Da kann ich doch die schönste Winterschutzhaube der Welt haben, denn hier unten drunter habe ich keine Winterschutzhaube. Hier habe ich nirgendwo eine Winterschutzhaube. Meine Kälte kommt hier unten, da kommt die rein. Das heißt also, diese Isolierung, die einmal natürlich sehr aufwendig in der Machart ist, aber genau diese Isolierung sorgt tatsächlich dafür, dass wir es im Winter wirklich warm haben. Das ist der große Vorteil. Die ist teuer, das gebe ich zu, weil wenn wir sie reinbauen, muss man wirklich mit 800 bis 900 Euro rechnen, weil wir einmal die Sitze rausnehmen, die Elektronik rausnehmen, alles rausnehmen und es kommt unten drunter durch. Ob das was für euch ist, kann ich nicht sagen. Wenn ihr Wintercamper seid, werdet ihr es sehr schnell wieder raus haben, denn mein Gasverbrauch bzw. mein Dieselverbrauch hat sich so drastisch geändert durch diese Isolierung. Nicht nur das, sondern einfach auch das Wohlbefinden, weil ich diese Kälte im Rücken nicht mehr habe. Zusammen mit dem Frontling habe ich wirklich jetzt eine total geniale Isolierung. Dieses Video habe ich jetzt gemacht, weil halt etliche Nachfragen kamen. Wer sein Fahrzeug wirklich isolieren will, muss es auf diese Art und Weise machen. Hinten ist es schön, die Kälte kommt aber von vorne. Und ich sag mal einfach, es kommt jetzt bald ein neues Video, dazu aber in den nächsten Tagen mehr. Bis dahin, Gruß aus dem Münsterland und tschüss.